Die Festplatten glühen und der Rechner arbeitet an seiner Leistungsgrenze. Tja, was mag das bedeuten? Hallo und herzlich willkommen zu Powered by Steam, mehr als Eisenbahn. Ich sitze am Adventskalender, den es auch dieses Jahr wieder geben wird. Doch in diesem Jahr habe ich mich dazu entschieden, mal etwas früher anzufangen, denn was ihr nicht wissen könnt, letztes Jahr war das richtig, richtig knapp. Mitte November hatten wir noch überhaupt keinen Plan, ob es überhaupt einen Adventskalender geben wird. Aufgrund der kurzen Zeit sind viele Videos erst Stunden oder vielleicht den Tag vorher fertig geworden. Besonders aufregend und knapp war es mit dem Video für den 24. Dezember. Ihr erinnert euch, Viva Magistrale und dem Interview mit Robin Gahn. Denn dieses Video ist tatsächlich erst am Abend des 23. Dezember fertig geworden. Und zwar hat uns hier die Technik einen Streich gespielt. Das Interview mit Robin ist natürlich übers Internet entstanden. Und ich konnte ihn zwar sehr gut hören, aber das Video ist dazu in die Hose gegangen. Das ist nichts geworden, sodass ich umbauen musste. Und deswegen ist Robin auch in dem Video nicht zu sehen. Ich hätte ihn sehr gerne das ein oder andere Mal mit eingeblendet. Jo, trotzdem haben wir es ja noch relativ gut hinbekommen. Und aus diesen Fehlern habe ich gelernt und habe dieses Jahr früher angefangen. Ich habe mal eine Karte vorbereitet und da seht ihr, wo uns der diesjährige Adventskalender überall hinführt. Schaut euch das mal an. Die meisten Aufnahmen stammen aus Deutschland. Nur dieses Mal schummelt sich auch noch Polen mit herein und ihr könnt vielleicht anhand des gelben Pfeils sehen, wo es hingeht. Dann machen wir einen richtig großen Sprung und zwar nach Pakistan. Hier war es besonders schwer, bei den Aufnahmen herauszufinden, wo befinden wir uns hier überhaupt. Zum Glück hat der Filmer von damals auch mal Stationsschilder gefilmt, sodass ich annähernd wusste, wo wir uns aufhalten. Und so gingen Stunden dabei drauf, herauszufinden, wo sind wir überhaupt und was für Loks sind da überhaupt gefahren. Von Pakistan aus machen wir nochmal einen großen Sprung in die innere Mongolei. Und den meisten von euch muss ich sicherlich nicht sagen, welche Aufnahmen euch da erwarten. Ich wünsche euch richtig, richtig viel Spaß, genießt die Aufnahmen und eine Sache noch, sollte ich mich irgendwo vertan haben, sei es im Datum, was teilweise auch nicht immer richtig klar gewesen ist, oder in den Orten, bitte schreibt es runter in die Kommentare, ich bin echt glücklich, wenn ihr mir da helfen könnt, ich bin der Meinung, alles getroffen zu haben, aber vielleicht habe ich mich einfach irgendwo verhauen. Ihr bekommt jetzt nochmal einen ganz kurzen, richtig kurzen Teaser von jedem Film gibt es eine kurze Szene, dann habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack und ja, freut euch auf den 1. Dezember. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.